Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, das manche Meerwasser-Aquarianer an den Rande der Verzweiflung bringt, und zwar den schwarzen Ohrschwamm. In das Meerwasser-Aquarium gelangt er häufig mit lebenden Steinen oder auch Korallenablegersteinen, auf denen er in kleinen Mengen vorhanden ist. Deshalb ist es wichtig, dass du dein Lebendgestein oder auch wenn du eine neue Koralle kaufst, den Substratstein genau auf Parasiten, wie zum Beispiel Glasrosen, Feueranemonen oder auch den schwarzen Ohrschwamm untersuchst. Wenn du hierbei den schwarzen Ohrschwamm entdeckst, kannst du diesen mit Salzsäureinjektionen verhältnismäßig leicht bekämpfen. Wie du genau hier vorgehst, dazu kommen wir später. Falls du bei der Überprüfung Glasrosen oder auch Feueranemonen entdeckst, solltest du auch diese entfernen. Wie du das am besten machst, erfährst du in der Podcast-Folge 015. Den Link hierzu findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Das Wichtigste bei der Bekämpfung des schwarzen Ohrschwamms ist, dass du, sobald du die ersten schwarzen Flecken auf dem Riffgestein entdeckst, diese umgehend entfernst und abzupfst. Hierbei musst du dringend darauf achten, dass die abgezupften oder abgelösten Ohrschwammfetzen nicht von der Strömung davongetragen werden und im Aquarium frei umhertreiben. Denn sobald sie eine neue Substratfläche finden, wachsen sie dort fest und vermehren sich dann unkontrolliert und können sich in Windeseile vermehren. Der schwarze Ohrschwamm ist verhältnismäßig anspruchslos und wächst nahezu in jedem Becken extrem schnell und unkontrolliert, wenn man es zulässt. Ich möchte nochmals dringend darauf hinweisen, dass es extrem entscheidend ist, den schwarzen Ohrschwamm frühzeitig in seiner Entwicklung zu stoppen, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern. Wenn du diesen Punkt übersiehst, ist es in der Regel häufig zu spät, denn dann kann der schwarze Ohrschwamm den gesamten Aufbau deines Lehmgesteins oder Keramik vollkommen überwuchern. Außerdem musst du dringend darauf achten, dass deine Korallen bzw. Muscheln frei von schwarzem Ohrschwamm bleiben, da dieser sonst diese überwuchert und die Korallen oder die Muscheln dabei stark vernässelt, sodass sie meistens im Anschluss daran sterben. Der schwarze Ohrschwamm wächst kriechend und bildet große Lappen aus. Diese großen Lappen lassen sich verhältnismäßig leicht und schnell, häufig auch von großen Flächen abziehen. Wie bereits besprochen, musst du auch hierbei darauf achten, dass sich keine frei schwebenden Ohrschwammfetzen im Wasser befinden und sich an einer anderen Stelle wieder neu ansiedeln können. Deshalb ist es grundsätzlich zu empfehlen, dass du für die Dauer der Bekämpfung des schwarzen Ohrschwamms die Strömung abstellst, nur so kannst du sicher verhindern, dass Teilstücke hinter den Riffaufbau gespült werden. Jedoch konnten wir in der Praxis immer wieder feststellen, dass sich der schwarze Ohrschwamm bereits nach kurzer Zeit die frei gewordene Fläche wieder zurückerobert hat und dort wieder fröhlich und munter weiter wächst. Das Problem bei der Bekämpfung des schwarzen Ohrschwamms ist, dass keine natürlichen Fressfeinde vorhanden sind, die ihn an seiner Ausbreitung bzw. an seiner rasend schnellen Vermehrung hindern. Die einzige Möglichkeit der Bekämpfung, die du hast, ist, dass du vorsichtig 30%ige Salzsäure in sein Gewebe injizierst. Idealerweise triffst du mit einer Injektion der Salzsäure direkt einen Kanal, der sich im Inneren des schwarzen Ohrschwamms befindet, denn dann kann sich die Salzsäure schnell flächig im gesamten Ohrschwamm verteilen und dadurch eine starke Schädigung verursachen. Bei Injektionen mit Salzsäure musst du dringend darauf achten, dass sich keine Fische oder Garnelen oder Ähnliches in der Nähe befinden, wenn die Salzsäure dabei aufsteigt. Dies führt bei den genannten Tieren zu starken und irreparablen Schäden, die meistens tödlich verlaufen. Außerdem musst du darauf achten, dass keine unbegrenzte Menge Salzsäure bei der Bekämpfung des schwarzen Ohrschwamms verwendet werden kann, da sonst der pH-Wert rapide nach unten sinkt und es zu einem unkontrollierten pH-Sturz kommen kann. Wir verwenden deshalb in der Praxis für ein Aquarium mit einem Volumen von 1000 Liter maximal 7 bis 8 Milliliter 30%ige Salzsäure
und wechseln nach erfolgter Behandlung mindestens 100 Liter Wasser. Mit ein bisschen Übung kannst du bereits mit einer geringen Menge an Salzsäure verhältnismäßig große Flächen des schwarzen Ohrenschwamms beseitigen. Durch das Einspritzen der Salzsäure wird der schwarze Ohrschwamm weißlich und nach einigen Tagen bekommt er eine bräunliche Färbung. Im Anschluss an die Farbveränderung löst sich der Ohrschwamm auf und kann idealerweise mit einem entsprechenden Teilwasserwechsel verhältnismäßig gut abgesaugt werden. Bevor der Wasserwechsel durchgeführt wird, solltest du unbedingt nochmal darauf achten, dass verbliebene noch lebende Randbereiche mit Salzsäure injiziert werden. Unsere Erfahrung zeigt, dass der schwarze Ohrschwamm ab einer gewissen Menge nicht mehr erfolgreich aus dem Aquarium entfernt werden kann, sondern nur noch halbwegs kontrolliert seine Verbreitung gestoppt werden kann. Wir haben im Herbst letzten Jahres einen Auftrag von einem neuen Kunden bekommen, den sein Aquarium komplett mit dem schwarzen Ohrschwamm überwuchert war. Dabei handelt es sich um ein Aquarium mit ca. 500 Litern, bei dem der gesamte Aufbau, alle Korallen, auch die Seitenscheiben vollständig mit dem Ohrschwamm besiedelt waren. Aufgrund der extrem starken Ausbreitung des schwarzen Ohrschwamms war es völlig sinnlos, hier diesen mechanisch durch Abzupfen oder mit Salzsäure zu bekämpfen. Die einzige Möglichkeit, die blieb, war, das gesamte Aquarium auszuräumen, den schwarzen Ohrschwamm von den Scheiben und den Silikonnähten, soweit es ging, zu entfernen und einen Riffaufbau mit neuem Lehmgestein zu machen. Bei solchen Aktionen bleibt immer das Restrisiko, dass der schwarze Ohrschwamm irgendwo übersehen wird und wieder zurückkommt. Aufgrund der starken Ausbreitung des schwarzen Ohrenschwamms mussten alle bis auf eine einzige Koralle und ca. 70 Kilo Lehmgestein weggeworfen werden. Die Fetzen des schwarzen Ohrenschwamms, die ich von der Seitenscheibe in einem Stück herunterziehen konnte, waren teilweise 30 bis 40 cm groß. Durch diese unkontrollierte Ausbreitung des Ohrschwamms entstand bei diesem Aquarium ein Sachschaden von mehr als 4.000 Euro. An diesem Beispiel kann man deutlich erkennen, welche fatalen Folgen es haben kann, wenn sich der schwarze Ohrschwamm völlig unkontrolliert ausbreiten kann. Fassen wir zum Schluss nochmal kurz zusammen. Untersuche dein Lehmgestein oder auch Substratstein von Korallen vor dem Einsetzen in ein Aquarium auf Spuren des schwarzen Ohrenschwamms. Wirst du hierbei fündig, musst du sofort eine Bekämpfung, wie oben erwähnt, mit Salzsäure einleiten. Solltest du im laufenden Betrieb den schwarzen Ohrenschwamm in deinem Aquarium entdecken, musst du auch hier unbedingt die Bekämpfung bzw. Entfernung sofort einleiten. Den größten Fehler, den du dabei machen kannst, ist, dass du mit der Bekämpfung wartest und wertvolle Zeit verstreichen lässt. Dies rächt sich meistens dann dadurch, dass du den schwarzen Ohrenschwamm nie mehr los wirst und eventuell sogar dein komplettes Aquarium ausräumen und neu bestücken musst. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen. Wenn du Fragen hast, schreib es mir einfach an info@aquariumwest.de und ich versuche in den kommenden Folgen darauf einzugehen. Zum Schluss möchte ich dir noch mein Buch Meerwasseraquarium ans Herz legen. Es ist bei Amazon erhältlich. Wenn du tiefer in das spannende Thema Meerwasseraquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasseraquarium benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei der Planung und Montage von Meerwasseraquarium beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschäumer und so weiter, findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarien-Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Den entsprechenden Link zu Amazon findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Die zweite Auflage ist seit 1.3. wieder erhältlich und ist am selben Tag zum Amazon-Bestseller in der Kategorie Fische und Aquaristik gewählt worden. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Meerwasseraquarium, dein Markus Mall. Das war's für heute beim Meerwasseraquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasseraquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.